So, hallihallo, Aloha. Jetzt, wie versprochen, die Lösung zum Silbenrätsel aus meiner Zeitschrift. Also, erstmal die Teillösungen. Frage 1 war ja gesucht ein anderes Wort für Klassenbester. Da kommt, ist die Lösung Primus. Bei Frage 2 war gesucht ein anderes Wort für niedrige Empore. Da ist die Lösung Podest. Bei Frage 3 war gesucht ein anderes Wort für Aufforderung zum Besuch. Da ist die Lösung Einladung. Bei Frage 4 war gesucht ein anderes Wort für Schelle. Da ist die Lösung Klingel. Bei Frage 5 war gesucht ein anderes Wort für ableiten. Da ist die Lösung folgern. Also daraus folgt folgern halt. So, bei Lösung 6 war gesucht ein Monatsname. Da ist die Lösung Februar. Bei Frage 7 war gesucht ein anderes Wort für hinaufführender Weg. Da lautet die Lösung Anstieg. Bei Frage 8 war ein anderes Wort für prämieren gesucht. Da lautet die Lösung belohnen. Bei Frage 9 war gesucht ein anderes Wort für Bloßstellung. Da lautet die Lösung Blamage. Bei Frage 10 war gesucht ein anderes Wort für durchtrieben oder gewieft. Da lautet die Lösung gerissen. Bei Frage 11 war gesucht ein anderes Wort für fleißig. Und da ist die Lösung tüchtig. Bei Frage 12 war gesucht ein anderes Wort für Prototyp. Da ist die Lösung Modell. Bei Frage 13 war gesucht ein anderes Wort für kompakt. Da ist die Lösung handlich. Bei Frage 14 ist gesucht ein anderes Wort für Knute. Da ist die Lösung Peitsche. Bei Frage 15 war gesucht ein anderes Wort für multiplizieren. Da ist die Lösung mal nehmen. Und zu guter Letzt der Teillösungen bei Frage 16 war gesucht ein anderes Wort für Windspiel. Da ist die Lösung mobile. So. Und wenn ihr das so alles schön untereinander geschrieben habt, die Teillösungen und die alle richtig habt, dann sollt ihr die dritten Buchstaben jedes Wortes von unten nach oben lesen und daraus einzelne Worte bilden für den Lösungssatz und dann die sechsten Buchstaben von oben nach unten gelesen und damit weitere Worte bilden für die einzelnen Worte des Lösungssatzes. So. Und wenn ihr das alles habt, kommt am Ende folgendes Zitat raus. Blinder als blind ist der Ängstliche. Ist ein ganz weiser Spruch eigentlich. Hab ich aber noch nie gehört.
ist aber ein ganz, ganz weiser und wahrer Spruch. Blinder als blind ist der Ängstliche. Und das ist sehr, sehr, sehr wahr. Und auf alle Fälle, kommt das raus, das Zitat. Also wenn ihr alle Teillösungen richtig habt, alles schön untereinander geschrieben habt, könnt ihr dieses Zitat bilden. Blinder als blind ist der Ängstliche. So, dann würde mich ja mal interessieren, wer hat das rausgekriegt? Könnt ihr mir ja mal kommentieren. Das würde mich mal sehr interessieren. Ich hab's rausbekommen, klar, sonst hätte ich ja hier den Lösungszettel nicht. Ich habe aber ein bisschen gebraucht, weil ich habe so ein Silbenrätsel zum allerersten Mal gesehen. Ja, aber ist ja nicht schlimm, ob es lange dauert oder nicht. Das spielt ja keine Rolle. Wichtig ist das Endergebnis, dass man auf diese Teillösung kommt und auf den Lösungssatz am Ende. Wie gesagt, das interessiert mich mal. Wer hat das so rausgefunden? Und wer nicht, ist nicht schlimm, alles gut. Aber das interessiert mich mal. Wer hat das rausbekommen? Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Rätseln. Und ich glaube, sowas ist jetzt in der Zeitschrift, die ich bekomme, immer drinne. Irgendwas in der Art. Also ich kann euch sowas auch gerne öfter aufsprechen, wenn das gut angenommen wird. Dann ganz viel Spaß habt ihr hoffentlich gehabt und ihr hattet hoffentlich alle die richtige Lösung. Also es geht dann nur darum, sich zu freuen, die richtige Lösung zu haben. Es geht dann nicht um Gewinn oder sowas. Es geht nur darum, sich zu freuen, die richtige Lösung gehabt zu haben. Und ist halt was für alle, die Spaß am Rätseln haben, so wie ich.